Jörg Jaksche fuhr Tour de France und Giro d'Italia und gab als Kronzeuge Doping während seiner Karriere zu. Ich glaube, man hat immer eine Wahl. Ja. Also was dagegen spricht, ist, dass man sich als Sportler in einer gewissen biografischen Falle befindet. Das heißt, man identifiziert sich ja seit Jahren über sein Training, über den Sport, über den Erfolg, den man hat. Im Spiegel-Interview machte er dann die Dopingpraxis öffentlich. Als ich mich damals geoutet habe, also ich wurde ja nie positiv getestet, meine Blutbeutel wurden bei Dr. Fuentes gefunden, wollte ich auch, ein Grund, weswegen ich mich geoutet habe, um das nachzuvollziehen, damit die Leute mal nachvollziehen können, wie man vom 13-jährigen ambitionierten Hobbyradfahrer zu einem 30-jährigen Profi kommt, der 8 Blutbeutel bei Fuentes in Spanien liegen hat. Und das geht so peu à peu und man rutscht dann eben da rein. Und heute, Dopingschlagzeilen beherrschen den Sport. Inwieweit weiß man als interessierter, aufmerksamer Journalist, was da läuft? Das ist auch ein ähnlicher Prozess, wie Jörg ihn gerade beschrieben hat. Man rutscht da so rein, peu à peu. Sie haben ja dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass ich das nicht erst seit gestern mache. Und tatsächlich damals vor 35 Jahren, ich kann mich da ziemlich gut dran erinnern, habe ich angefangen, über Radsport zu berichten und habe dann so ein Feld gesehen von 80, 100 Fahrern, die im Kreis fuhren in einer Stadt, war Bad Homburg damals. Und ich habe mich das erste Mal so mit Dopingproben und solchen Geschichten beschäftigt und habe mich gefragt, ist hier einer dabei, der dopt? Wie finde ich als Journalist das eigentlich raus? Wie stehe ich dazu? 15 Jahre später war ich bei der Tour de France als Berichterstatter und in einer ähnlichen Situation stand ich am Straßenrand, 120 Fahrer donnern vorbei und man sagt, sag mal, wenn da einer sauber von denen ist, wie finde ich den eigentlich raus? Mittlerweile gibt es hierzulande ein, wenn auch umstrittenes, Anti-Doping-Gesetz. Was der Jörg Jaksche auch sagte, wenn man in so ein System reinkommt, wo alle das Gleiche glauben und letztlich glauben, dass sie das Richtige tun, dann verinnerlichen sich Prozesse und werden automatisch umgesetzt. Und da muss nicht nur der Sport, sondern vor allen Dingen auch der Staat ein Interesse daran haben, dass das nicht so ist. Ob dies aber juristisch zu regeln ist, bleibt offen. Der Mediziner in der Runde konstatiert, viele Substanzen aus der Dopingwelt, die nicht verboten sind, landen automatisch bei den Amateuren. Wir arbeiten dann im Grunde gegen ein Schattenreich an Wissen, das jeder auch, wenn er möchte, sich inzwischen ansehen kann. Das Schwarze Buch beispielsweise. Die Bekämpfung von Doping mit juristischen Mitteln ist zwar schlagzeilenträchtig, aber nur, wenn auch die Dopingsünder schlagzeilenträchtig sind. Das heißt, von den 500 Verfahren, die wir im Jahr bearbeiten, richten sich 496 gegen Bodybuilder. Das ist organisierte Kriminalität, die dahinter steht. Da geht es um Arzneimittelhandel, da geht es um höchste Gesundheitsgefährdung. Sie haben das hier beschrieben. Durchaus ein Bereich, wo ich auch mit den Rechtsgütern gut zurechtkomme. Aber es hat mit der Idee der Verfolgung von Spitzensportlern, von dopenden Spitzensportlern wenig zu tun. Der Rechtsanwalt in der Runde runzelte die Stirn. Ich muss ehrlich sagen, dass ich angesichts der Zahl, die ich jetzt höre, noch mehr verzweifelt bin, als ich vorher schon war. Ich habe so das Gefühl und auch im Hinblick auf das, was in der jüngsten Vergangenheit geschehen ist, beziehungsweise aufgedeckt worden ist, bin ich ehrlich gesagt sehr verzweifelt, ob dieser Kampf überhaupt zu gewinnen ist. Eine abschließende Antwort auf die Frage fand die Runde auch nicht. Aber unterm Strich ein weiteres Beispiel aus der Reihe. Kann das Strafrecht alles richten?